In meiner Forschung geht es um Neutrinos. Diese Neutrinos, das sind elementare Teilchen, von denen es extrem viele gibt im Universum. Wir wollen herausfinden, ob uns diese Neutrinos etwas sagen können über die Entstehung vom Universum. Die haben vielleicht etwas zu tun mit der Asymmetrie von Materie, Antimaterie. Und das machen wir, indem wir diese Neutrinos im Labor messen. Das ist extrem schwierig, weil obwohl es sehr viele von diesen Neutrinos gibt, die fast nicht wechselwirken. Deswegen brauchen wir ausgeklügelte Detektorsysteme und auch Laboren, wo wir sehr viele von diesen Neutrinos produzieren können. Neutrinos sind interessant, weil sie noch relativ unerforscht sind, obwohl wir wissen, dass es Neutrinos gibt. Wir wissen auch, dass es unterschiedliche Typen von Neutrinos gibt und die haben ganz coole Eigenschaften. Wenn man die von einem Ort durch die Erdkruste an einen anderen Ort schießt, dann können sie unterwegs ihren Ort ändern. Das machen sie auch unterschiedlich, ob das Neutrinos sind oder ihre Antiteilchen, die Antineutrinos. Deswegen sind sie wissenschaftlich sehr relevant, weil wir glauben, dass sie eine Rolle spielen, wie sich die Materie und Antimaterie bei der Entstehung vom Universum auch verhalten haben. Wir glauben, dass am Anfang vom Universum gleich viel Materie wie Antimaterie produziert worden ist, dass eigentlich zusammen wieder alles annihiliert worden sein sollte, aber offensichtlich ist etwas Materie übrig geblieben. Die Neutrinos könnten also die Frage beantworten, wieso gibt es uns überhaupt, wieso gibt es das Sonnensystem, eigentlich alle Planeten und Sternen noch im Universum heute. Bei der Erforschung der Neutrinos geht es um Grundlagenforschung, also um das Gewinnen von Wissen über fundamentale Gesetze der Natur, über wie das Universum funktioniert und weniger darum, konkrete, direkte Probleme zu lösen, die wir vielleicht heute haben. Mit diesem besseren und fundamentaleren Verständnis der Natur und des Universums können wir aber dann zukünftige Probleme oder Probleme, die heute bestehen, die wir nicht sofort lösen können, in Zukunft besser angehen und optimalere Lösungen finden. Ich kann das vielleicht vergleichen mit der Quantentheorie, die vor 100 Jahren entwickelt wurde und nicht dafür vielleicht in den 2000er Jahren Solarzellen zu bauen, um das Energieproblem zu lösen. Es geht also darum, längerfristig mit diesem fundamentalen Wissen einen Nutzen zu finden. Am meisten fasziniert mich an diesem Forschungsprojekt, dass wir Bilder machen können, und zwar in 3D und sehr guter Auflösung, von einem Teilchen, das eigentlich fast nicht wechselwirkt. Und zwar fasziniert mich, dass wir im Labor etwas entwickeln können, im Kleinen, da Spuren von Teilchen messen können und dann stellt man das in einen Strahl von Neutrinos, die wir künstlich erzeugen und tatsächlich sieht man da, wie diese Wechselwirkung passieren von den Neutrinos. Wir können die messen und das in 3D solche Bilder studieren. Also Teilchen sichtbar zu machen durch eine Technologie, die wir hier vor Ort entwickelt haben, die man sonst eigentlich gar nicht sieht. Und damit auch sogar etwas ganz Fundamentales über das Universum und die Natur zu lernen. Es gibt viele und große Herausforderungen bei diesem Projekt. Aber deswegen ist es auch umso schöner, wenn es funktioniert und es klappt. Und das scheint bei unseren Anwendungen beim Dune-Experiment in den USA, um diese Neutrinos zu messen, auch der Fall zu sein. Die Herausforderungen sind technischer Natur. Wir brauchen extrem hohe Hochspannungen, extrem reines, flüssiges Argon, kalten Temperaturen also,
Wir packen das in einen Tank, der 1,5 Kilometer unter der Erde betrieben werden muss. Es gibt aber auch Herausforderungen mit den Zeitskalen von solchen Experimenten. Die Entwicklung von der Technologie dauert Jahrzehnte. Der Bau von so einem Detektor dauert auch mindestens 10 Jahre. Und dann werden wir diese um 10 oder 15 Jahre betreiben. Es gibt aber auch andere Herausforderungen geopolitischer Natur. Solche globale Experimente, die sind nur möglich, wenn man international die besten Experten der ganzen Welt zusammenbringen kann. Und wenn man das macht, wird man eben wegen geopolitischer Ereignisse nicht ganz immun, wie sich in kürzlicher Geschichte gezeigt hat. Und das sind auch Herausforderungen, die man bei dieser Forschung meistern muss. Die Finanzierung von diesem Projekt ist durch ein Portfolio von Geldgebern gedeckt. Und zwar hauptsächlich öffentliche Gelder, Schweiz, aber auch zu einem größten Teil international. Da kein direktes kommerzielles Interesse dahinter steckt, ist weniger Geldeinnahmen von der Privatwirtschaft in diesen Projekten vorhanden.